dass der Typ nicht gelogen war, gerade eben wirklich bei diesen Meckers. Jo, Philipp, was gibt's? Hey, ich hab diesen Albert Meckers, den der Finn Schütze betreut, gecheckt. 67, in Rente, Reichsbürger, ein absoluter Waffennarr. Auf ihm sind fast 30 verschiedene Waffen registriert, Klein- und Großkaliber. Da ist alles dabei. Auch der Waffentyp, mit dem Sonos angeschossen wurde, eine Walter P99. So, gut zu wissen. Vielen Dank, Philipp. Ja, bis später. Ciao. Was will denn der in der Sackgasse mitten auf dem Feld? Hält er ja Amelie Sonos in dem Wohnwagen gefangen? Oder sie versteckt sich da. Kommt, das gucken wir uns an. Ganz ruhig! Wer ist da? Zurück! Die Waffe weg! Legen Sie die Waffe weg! Polizei, legen Sie die Waffe weg! Sie sind einer der Kommissare? Wir sind beide da. Jetzt kommt erst mal raus und gib mir die Waffe, okay? Los. Die Waffe wollen wir sehen. Ganz langsam. Komm. Und jetzt langsam aussteigen. Ja. Und? Kommen Sie, Chef, hin. Hier. So. Und jetzt erklären Sie uns mal, was hier los ist. Ich hatte so fürchterliche Angst. Ich konnte nicht schlafen, nicht essen. Ich glaube, der Täter hat es jetzt auf mich abgesehen. Deshalb habe ich mich auch hier versteckt. Sie bleiben hier stehen, okay? Woher hat sie die Waffe? Die hat sie von mir. Waffenschein? Nein. Die Waffe haben Sie an Meckers gestohlen. Genau wie die P99. Wo ist die? Ich habe überhaupt nichts geklaut. Mensch, ich habe Herrn Meckers eingeweiht und er hat uns die Sache ausgeliehen. Hier in Deutschland sorgt immer noch die Polizei für Recht und Ordnung und nicht irgendwelche Reichsbürger. Das weiß ich ja. Ich habe Amelie ja auch gebeten, dass wir... Schatz, nein! Hey, Schatz? Sind Sie beiden ein Paar? Ja, seit einem halben Jahr. Und warum machen Sie so ein Geheimnis daraus? Wegen meinem Vater, der weiß es noch nicht. Hilfloses, blindes Mädchen. Er behandelt mich wie ein Pflegefall. Ja, als Blinde ist alles anders, aber nicht schlechter. Dass ich mich verliebe, mein Leben lebe, das würde er nie verstehen. Ich kann Ihre Angst und Ihren Frust ja verstehen, aber Sie können nicht einfach untertauchen. Besonders nicht, wenn Sie unter Verdacht stehen. Wir fahren jetzt zur Dienststelle und dann klären wir das mit den Waffen. Ja, diese Richtung. Komm. Lass mich kommen. Alles klar. Super, ich danke dir. Bis dann. Ciao. Also, unser Reichsbürger hat seine P99 noch. Und die Ballistik bestätigt, dass das nicht die Tatwaffe sein kann. Unser Junge ist also aus dem Schneider. Ganz im Gegensatz zu Sohnhaus Tochter. Bei der uns immer noch das Motiv fehlt. Ich habe übrigens gerade mit Sina telefoniert und die konnte ein paar gelöschte E-Mails vom privaten Account des Vaters wiederherstellen. Und die gingen an Franziska Dachmann. Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Die ist immerhin seine Mandantin. Guck dir die E-Mails bitte mal an, Dani. Hier. Hatte Wolfgang Sohnhaus mit Franziska Dachmann ein Date ausgemacht. Und sie antwortet mit Herzchen-Emojis und hab dich lieb. Also die hatten definitiv was miteinander. Hundertprozentig. Was ist denn eigentlich mit ihrem Bruder? Der wollte in seiner Mittagspause eigentlich vorbeikommen und eine DNA-Probe abgeben. Der war noch nicht da, aber vielleicht kommt er noch. Okay. Zumindest hätte Amelie Sohnhaus ein Motiv. Sie fühlt sich vom Vater eingeengt. Verheimlicht ihm ihre Beziehung. Im Gegenzug kriegt sie aber raus, dass ihr Vater eine Affäre hat. Ja, und rastet aus. Ja, aber da hapert's doch irgendwie, Dani, oder? Die erste Frage ist, wie kommt sie an die Waffe? Und die zweite Frage ist, wie konnte sie blind ihren Vater überhaupt erkennen und noch auf ihn schießen? Weil sie nicht blind ist. Was? Ich hab doch die Akte gelesen. Sie hat eine Netzhautentzündung, die zur Erblindung führt. Ja, aber bei ihr ist noch nicht so weit. Der Augenarzt meinte, dass Amelies Sehvermögen bei 5% liegt. Damit gilt sie als hochgradig sehbehindert.
Aber erst ab unter 2% wirst du als blind eingestuft. Ja, gesetzlich. Aber wer sagt uns denn, dass sie mit 5% Sehvermögen ihren Vater trotzdem erkennen und auch treffen kann? Ich. Komm mal her. Also, ihr zwei Hübschen. Linke Seite, gesundes Auge, 100% Sehvermögen. Rechte Seite, Amelies Sicht. Das heißt, sie hätte ihren Vater zumindest schemenhaft erkennen können. Dann hatte Michael vielleicht wirklich recht und sie hat versucht, ihn zu erschießen. Scheiße. Und ich habe sie nach der Vernehmung direkt zu ihrem Vater ins Krankenhaus geschickt. Fuck. Ja, Michael, ich bin's. Du, wir treffen uns beim Krankenhaus. Ja, erkläre ich dir gleich. Bis dann, ciao. Bis später, ciao. Ciao. Aus? Lass uns doch kurz stehen, bitte. Was ist hier los? Sie haben uns nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Sie haben uns verschwiegen, dass Sie doch was sehen können. Wie bitte? Natürlich bin ich blind. Ich sehe fast nichts. Ja, fast nichts, genau. Es reicht aber, um auf jemanden zu schießen. Was ich sehe, ist ein heller kleiner Punkt am Ende eines schwarzen Tunnels. Herrn Sohnhaus geht's gut. Was? Haben Sie etwa gedacht, ich würde meinem Vater etwas antun? Mein Vater und ich haben unsere Schwierigkeiten, ja. Aber seit Mamas Tod ist er alles, was ich habe. Ich würde doch meinem Vater niemals etwas antun, geschweige denn... Er ist hier. Der Mann, der auf Papa geschossen hat, ist hier. Was? Wo denn? Er ist gerade an uns vorbeigelaufen. Bleiben Sie mal. Ich habe ihn erkannt. Sie bleiben hier, okay? Hey! Kommen Sie raus! Und lassen uns das ganz zivilisiert regeln. Legen Sie die Waffe weg und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf. Zivilisiert? Zivilisiert? Ha! Das ist genauso zivilisiert, wie diese räudigen Typen in den Anzügen meine Schwester belogen und betrogen haben. Genauso zivilisiert, wie sie das Leben genommen hat. Dachmann, es ist vorbei. Kommen Sie raus. Meine Schwester war eine Seele von Mensch. Er hat mich immer beschützt. Und als ich dran war, hat sie nicht auf mich gehört. Und jetzt ist sie tot. Und dieses Arschloch, was dafür verantwortlich ist, der ist immer noch am Leben. Und deswegen haben Sie auf Sohnhaus geschossen? Ja, ja. Ich habe ihn beobachtet, eine Weile. Und dabei habe ich festgestellt, dass er eine Tochter hat, die blind ist. Draußen im Garten. Na, wie war dein Tag? Nicht so anstrengend? Ich konnte doch nicht zulassen, dass er meine Schwester einfach so benutzt und wegwirft. Das stimmt nicht! Gehen Sie in Deckung! Hinter das Auto! Ich wusste das mit Franzi. Ich wollte, dass Papa glücklich ist. Er hat Franzi geliebt. Gehen Sie in Deckung, hinter das Auto sofort. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Alles gut. Alles gut. Warten Sie. Ja, bitte. Er hat ein schlechtes Gewissen, meinetwegen. Deshalb hat er Franzi verlassen.
hatte Angst, nicht mehr genug für mich da sein zu können, wenn er sich noch mehr auf sie einlässt. Okay, alles wird gut. Ich musste das klarstellen mit meinem Vater. Der Kollege kümmert sich um sie, ja? Er bringt sie nach Hause. Jetzt könnte ich echt ein Bierchen vertragen. Ja, die Runde geht auf mich.